Oh, Salomon Speedcross 6, was eine Geschichte. Wahnsinn. Salomon Speedcross 6, Wahnsinn. Das ist nicht nur ein Trailrunning-Schuh, den ich euch heute vorstelle, das ist Trailrunning-Geschichte. Denn vor 16 Jahren, vor über 16 Jahren, kam der Salomon Speedcross 1 auf den Markt und es war damit gefühlt der erste richtige Trailrunning-Schuh. Ja. Zu der Zeit gab es Hiking-Schuhe, Wanderschuhe, aber dann kam mit dem Speedcross plötzlich ein relativ leichter Laufschuh mit grobem Profil. Also der erste Laufschuh für alpines Gelände und für Berge. Das war damals eine kleine Sensation. Und in der Zwischenzeit gab es viele, viele Updates. Und heute landen wir eben bei der 6. Version, beim Speedcross 6. Und was der kann und wo die Unterschiede zu allen anderen Modellen und zu diesem Urmodell sind, das mag ich euch jetzt erklären. Die Herstellerangaben. Der Speedcross 6, der kostet 140 Euro. Er hat relativ viel Sprengung, 10 mm Drop. Und er wiegt 298 Gramm in der Mustergröße 42. Okay, ich muss einen Sprung zurück machen zur Urversion, zum Speedcross 1 von vor 16 Jahren. Das war so ungefähr die Zeit, in der ich mit dem Sport anfing, in dem ich Trailrunning für mich entdeckt habe. Und ich bin natürlich beim Speedcross 1 gelandet. Ich bin den Schuh damals gelaufen. Ich bin ihn viel gelaufen, weil es gab wenig Alternativen. Ich hatte vor dem Speedcross mehr oder weniger so ein Hiking-Schuh, ja, ein leichter Wanderschuh, aber das war natürlich nicht das. Der Speedcross 1 war ein minimalistischer Trailrunning-Schuh damals. Er hatte wenig Mittelsohlenmaterial, eigentlich fast gar keins, sondern nur eine super grobe Außensohle. Und die hat sich auch durch alle Modelle durchgezogen. Bis heute ist der Speedcross ein Schuh mit grobem Profil. Das ist seine DNA, dieses grobe Profil, das überall zupackt. Ja, ich erinnere mich daran, dass in diese ersten frühen Speedcross-Modelle, die hatten natürlich für Aufsehen gesorgt. Tom Owens und Andy Simmons haben damit den Transalpine Run gewonnen in den Schuhen. Heute vielleicht undenkbar, da gibt es natürlich andere Modelle mit mehr Dämpfung und mehr Komfort und so weiter. Aber auch hier, er ist natürlich eine große, große Weiterentwicklung zu diesem Urmodell, mit dem, wie gesagt, damals viele, viele Bergläufe gewonnen wurden. Jonathan Wyatt hat große Siege im Speedcross 1 im Berglauf errungen. Und alle Updates bis heute waren immer ein großer Teil im Sport. Die hatten immer Bestand in der Community und auch im Wettkampffeld. Das Speedcross war nie weg. Es kamen natürlich andere Modelle, andere Hersteller dazu. Aber Speedcross war immer ein wichtiger Schuh. Und so, jetzt kommen wir zum Speedcross 6 und was der kann. Nee, vorweg noch. Diese ganzen Designs, diese 5 Designs vor der 6, wurden alle, jedes einzelne Modell, von einem anderen Designer designt. Aber jeder Designer hatte sich irgendwo an dieser Speedcross-DNA orientiert. Man war nie komplett weg, auch in der Optik und in der Technologie. Es war immer ein Speedcross. Und beim 6er Modell, wenn man genau hinschaut, wird man merken, er ist optisch ganz nah am Ursprungsmodell wieder dran. Und das ist schön und das geht mir fast ein bisschen ans Herz. Der Speedcross 1, der hat vor 16 Jahren den Weg geebnet vom schnellen Wandern, vom klassischen Berglauf hin zum richtigen Trailrunning, vom Hoch- und Runterlaufen. Man war aber damals eingeschränkt, er hatte wenig Dämpfung, Bergablaufen war mühsam in dem Schuh. Hier die 6er Version. Das Speedcross 6 ist ein kompletter
Allrounder, ein Trailrunning-Schuh mit breitem Einsatz. Er hat noch immer, man sieht es, diese klassischen Y-Stollen, die sind ausgeprägt, das sind gut und gerne 5 mm scharfkantig. Diese Außensohle, die ist über alles erhaben, Contagrip, das ist echt eine Lebensversicherung. Man wird kaum eine aggressivere Außensohle finden. Das ist immer noch das große Merkmal von einem Speedcross. Ansonsten, es gibt kaum einen Schuh, der so einen konkreten Fit hat wie dieser Schuh. Also man ist unfassbar stabil in dem unterwegs und er hat auch nicht mehr diese kippelige Ferse von den ersten beiden Versionen. Das war teilweise schwierig, in dem bergab zu laufen. Mit dem kann man eigentlich wirklich alles machen. Er hat berghoch einen tollen Vortrieb und man kann mit ihm auch wirklich richtig, richtig runterrasseln, ja. Das fällt auf. Ja, und ansonsten natürlich alle Merkmale von einem Salomon-Schuh. Quicklace-System, das super funktioniert. Hier so eine Garage, möchte ich sagen, so ein Obermaterial, wo man die Schnürsenkel toll verstauen kann. Ist alles aufgeräumt. Naja, zum Design. Ist ein aggressives Design. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob einem das gefällt. Aber das ist ja nur ein Colorway. Es gibt, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Farben, von Schwarz bis Erdfarben, Unicolor. Da wird jeder eine Farbgebung für sich finden. Mein Fazit: Der Speedcross 6 ist ein Schuh, der wieder relevant ist. Ja, den kann man oder muss man vielleicht im Schuhschrank haben. Ist kein Schuh, mit dem Trend geht und der für Ultra Trails irgendwie jetzt besonders interessant wäre. Er ist auch kein Schuh, mit dem man jetzt viele, viele lange Strecken flach läuft. Ja, da gibt es andere Modelle, auch von Salomon Logo. Aber er ist ein super, super zuverlässiger Geländeschuh, er ist unfassbar robust. Alle Leute, die sich immer so ein bisschen beschweren, dass das Profil sich schnell runterläuft, die sind natürlich klar, die sind mit so einem Speedcross, mit so einem aggressiven und ausgeprägten Profil gut unterwegs. Bis man das runterläuft, da muss man wirklich schon einige Kilometer und einige Stunden verbringen. Ja, also es ist einfach ein echt ein zuverlässiger Trailrunning-Schuh. Das ist das, was mir zu dem Schuh einfällt. Und ja, wer natürlich so ein bisschen sich für die Trailrunning-Historie interessiert, der muss eigentlich den Sechser dann letztendlich ja auch irgendwie im Schuhschrank haben. Zumal die Leute, die dann irgendwie doch jedes Modell und jedes Update bisher gekauft haben. Weil das Schöne ist, dass er eben optisch so nah wieder am Urmodell dran ist. Vielleicht ist der Speedcross heute auch echt wieder was Besonderes. Es gab Zeiten, ich erinnere mich dran, da ist man durch München gelaufen und an jedem dritten Fuß in der Fußgängerzone war ein Speedcross. Ja, das war echt ein Modeschuh. Das sind Leute mit 5 mm Profiltiefe durch die Einkaufsstraße gewackelt. Muss man sich eigentlich an den Kopf fassen. Falsches Terrain für diesen Schuh, definitiv. Deswegen sollte man ihm wieder die Chance geben, den richtig ins Gelände zu führen. Yep.